Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator. Ja, wir sind immer noch hier auf der Tour Richtung, was ist das überhaupt? Wie heißt das? Ja, keine Ahnung, Richtung Endstation auf jeden Fall. Ja, wir müssen ja immer noch diese Tour abschließen, damit wir diese Mission auch beendet bekommen. War ja in der im ersten Versuch, wo ich den 40.000 Euro Schaden hatte, was ja dann nicht zählt und ich die Tour ja hier jetzt nochmal neu fahren muss. Bis jetzt lief es ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine größeren Zwischenfälle, eigentlich gar kein Zwischenfall, was ich begrüße und ja, ich will hoffen, dass es dann jetzt endlich auch irgendwie fruchtet. Müssen wir mal gucken jetzt. Jetzt kommt nämlich hier die, ich glaube, hier war das irgendwo diese kritische Situation mit diesem kleinen Unfall. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht nochmal, weil dann drehe ich leicht am Rad. Aber nur so ganz wenig. So viel steht fest. So, hier müssen wir abbiegen. Es ist ein wenig eng hier, aber wir kriegen das hin. Wenn wir es jetzt alles hingekriegt, dann kriegen wir es auch noch hin. Aber als erstes müssen wir jetzt hier die Leute vom Flüsterweg einsammeln. Hallo. Sehr schön. Ich brauche eine Fahrkarte. Okay. Da sollte ich vielleicht dann doch nochmal nachgucken. Danke. Der sieht schon wieder Hühner auf der Straße. Läuft bei dem? Nein, halt, zurück. Kein Seniorenticket, ein Studententicket hätte sie gerne. Für 3,20. Wie soll es natürlich anders sein? Danke. Eine Fahrkarte bitte. Ach, du auch noch. Was ist denn hier los? Also zack, passend, das finde ich gut. So, was ist hier los? Du bist hier so reinmarschiert. Hier ist die Fahrkarte. Ja. Und hier ist ein Foto meiner Katze, sie heißt Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, maul mich nicht an, sonst fliegst du aus dem Bus, du Arsch. Das stimmt bei dir nicht. Ich glaube, es hackt, mault dein Bus heran. Das ist mein Busunternehmen, mein Bus, meine Regel. Also, Schnauze halten. So, Freunde, hier war das, glaube ich, oder? Kann das sein, dass es hier war? Nein, war hier nicht. Irgendwo war es, wo ich den Unfall hatte. Ich habe keine Ahnung, wo, aber irgendwo war es. BTF, was ist hier los? Oh, nein, nein, nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ganz schnell. Alter Schwede. Boah, den habe ich voll nicht gesehen. Hier war das. Hier war der Unfall. Okay, die Passage haben wir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut hinbekommen. Puh, mit dem Fußgänger dabei bin ich aber jetzt kurz ins Schwitzen gekommen. Den habe ich zu spät gesehen. Weil ich... Ja, ich habe so ein bisschen auf den anderen Fußgänger, den Zebrastreifen auf der Geradeausspur da überquert hat, geachtet habe. Ich habe mich aber auch gewundert, warum der eine erst angehalten hat, dann doch weitergefahren ist, obwohl er mitten auf dem Zebrastreifen stand, hätte das ihm eh nichts gebracht. Und auf einmal taucht der Topist da auf. Huh. Ich dachte schon, der läuft jetzt los. Guten Tag. Wiedersehen. Wiedersehen. Und das surft er über den Bordstein. Ein Tagesticket bekommt er. Sehr schön. Kann er haben. Danke. Oh, und er hat zwei Passen. Das finde ich hervorragend. Das sind immer Sachen, die begrüße ich sehr. Und auf geht's. Nächster Halt. Westfield. Wanderstiefelstraße.
Westfield Wanderstiefelstraße. Ach ja, stimmt, ist ja Rundfahrmodus. Oh nö, ist ja Rundfahrmodus. Sie hat ein UFO gesehen. Alter Schwede, bist du drauf? Voll am Senden, die Alte. Ich hab ein UFO gesehen, ey. Bestimmt ein rosa UFO. Perle, wir haben mitten in der Nacht, da brauchst du sowieso nicht fürs Abendessen einkaufen. Kannst du eher was für Frühstück holen. Sinnvoller. Dann kommst du vielleicht von deinem Trip runter und siehst weniger UFOs. Die denken uns fressen, die Alte, ne? Stimmt denn nicht, ey? Stimmt bei meiner Ansicht hier nicht. Da könnte ich auch weinen. Oh oh, Schlagloch. Ah, das habe ich aber gerade noch so gesehen. Auf geht's. Wanderstiefelstraße. Oho. Ich bin was schnell unterwegs, finde ich. Irgendwie vergisst hier jeder seinen Hut. Hüte sind hier voll im Trend, anscheinend. Der Nachtexpress. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du bist eher wie so ein langweiliger NPC. Komm mal hoch, die Kacke. Komm hier, auf geht's. Fahren. Danke. Wenn ich jetzt da bin, geht die Schranke wieder runter bestimmt. Auf zur Wanderstiefelstraße. Immer schön um die Schlaglöcher herum. Ach, nicht schon wieder, Alter. Ich glaube, es hakt. Guck mal, was hinter mir für ein Verkehr ist. Nur wegen dir. Ich kann meinen Fahrplan und meinen Zeitplan hier nicht einhalten. Stimmt doch nicht. Ich glaube, es hakt. Vorsicht, Bremshügel. Tada. Also bis jetzt läuft echt Bombe, ne? Muss ich sagen. Noch kein Unfall. Toi, toi, toi. Wer wartet? Das finde ich hervorragend. Und das Schlagloch auch hin. Oh, Kollege, komm. Mach mal da hin. Fahr weg. Ich habe hier einen Auftrag. Westfield Wanderstiefelstraße. Perfekte Halteposition. Eine Fahrkarte bitte. Kannst du haben. Oh. Danke. Gerne, kein Problem. Auf geht's. Oh, jetzt mache ich wieder ein Wettrennen mit dem Kollegen bestimmt. Ach nö. Jetzt muss ich wieder jedes Mal warten, weil ich ihn einhole. Muss doch nicht sein. Das tut doch nicht not. So, keine Fußgänger, die mich hier irgendwie in Bedrängnis bringen, finde ich gut. Voll Gas. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Ja, mach die Augen zu, passt schon. Hau rein. Ich weck dich dann, wenn wir an der Endhaltestelle sind. Dann schmeiß ich dich aus dem Bus. Ah, oh, da ist der Kollege schon wieder. Fahr! Obwohl, nee, bleib stehen! Oh, scheiß auf Schlagloch. Das muss ich jetzt hier durchziehen. Jawoll! Haben wir ihn überholt. Besser ist das, ne?
Oh. Das Schlagloch ist echt mies, weil ich da voll in den Gegenverkehr rein muss. Um dem auszuweichen. Ist halt nicht so prickelnd. Nächster Halt ist die Kreuzgasse. Auf geht's. Mit Vollgas. Und satten 50 km/h zur Kreuzgasse. Hier runter mit 50 ist es. Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Party im alten Sägewerk, wann? Wo? Also wo ist klar, aber wann? Ich komme auch. Diesmal komme ich auch. Zur Party im alten Sägewerk, meine Freunde. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Busfahren ist der Hit. Damit funktioniert's. Erwartet, finde ich gut. Aufzug. Was war das Kreuzgasse? Was wäre denn hier, ne? Ja. Einmal um die Krümmerin hier. Schönen guten Tag in der Kreuzgasse. Die Kreuzgasse. Ich brauche eine Fahrkarte. Kannst du haben. Ist gar kein Problem. Das schaffe ich mit links. Sogar gebe ich dir 2,80 wieder. Danke. Kein Problem. Eine Fahrkarte bitte. Auch du kriegst ein Karten. Das geht bei mir wie am Schnürchen. Das... Danke. Ja, kein Problem. Siehst du, zack. Wie am Fließband hier. Ich hau die Fahrtickets raus wie nichts. Ich flex die so richtig aus dem Automaten heraus. Nächster Halt der Flüsterweg. Da müssen wir wieder ganz leise sein. Besser ist das. Ich meine, der Flüsterweg heißt bestimmt nicht umsonst Flüsterweg. Dass wir da flüstern müssen, ganz leise sein müssen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und vielleicht nicht so besoffen fahren. Rathausgasse, jetzt können wir wieder laut sein, herrlich. Da wollen die Leute bestimmt alle raus. Und weil sie da wieder laut sein dürfen. Wow, boah, ist das schon. Ach, das ist es nicht hier die Kreuz, die Kreuzung, wo ich eben in der letzten Folge fast den Tupus über den Haufen gefahren hätte. Ne, war das letzte Folge? War es diese Folge? Ich habe keine Ahnung. Diese Folge am Anfang, ja? Ne, ja, was mache ich hier? Ich muss ja gar nicht anhalten. Auf geht's! Einmal links rum. Blinker korrekt eingesetzt. Es gibt mir auch... locker von der Hand zum Blinker. Zack, hier rechts rum. Vollgas durch die Stadt. Ist der Ding jetzt an? Ja. Die Rathausgasse. Rote Ampel. Komm, mach grün hier.
Das Double Green machen. Ah, Moment. Wie war das? Mal hupen, dann wird's grün, oder wie war das, ne? Leider nein, leider gar nicht. Funktioniert nicht immer. Vor allem nicht in der Nacht der roten Ampel, ne? Komm. Werde grün. Aha, geht doch. Schnell nochmal auf den Zebrastreifen lupen. Und einmal fett durch die Pfützen ballern. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu früh geblinkt. Nein, hör auf zu spoilern da hinten. Wer spoilert, wird aus dem Bus geschmissen. Und wer mich anmault, auch. Oh. Ich könnte mal wieder Fahrkarten kontrollieren. Och nö, Kollege, weg da. Komm, hau rein. Jawohl. Nächster Halt, die Rathausgasse. Gerne. Hier möchte aber keiner aussteigen. Dennoch, check ich mal die Karten ab hier. Augenblick. Na klar. Na klar, hier. Augenblick. Halt. Da liegt mal. Da. Danke. Ja, ich hab's gesehen. Reicht mir. Dein Augenblick hat mir schon gereicht. Das war schon lang genug. So, auf geht's zum Rathaus. Und auch die mit ihren Hüten, ne? Kauft euch doch mal, macht doch mal so links und rechts so ein Loch rein. Und dann macht ihr da so ein Bändchen rein und dann schnallt ihr euch das im Kopf und dann geht das. Dann werdet ihr nie wieder euren Hut verlieren. Ich höchstens damit strangulieren, aber das ist ja egal. Oh ne, rote Ampel. Ach Mann, musst du jetzt rot werden? Ich würde hier gerne noch abbiegen wollen. Oh. Leerer Akku. Da hast du Pech gehabt. Weniger Insta-Stories, weißt du? Hey, ich bin voll auf Party. Hey, altes Sägewerk, kommt vorbei. Zack, Insta-Story raus. Apropos Ziege, die Rede von Ziege. Die neuen PS Plus Games. Goat Simulator. Ganz ehrlich. Ob man dazu was machen soll? Ich kenne das Game nur vom Namen. Ich habe es selber noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Könnte man eventuell auch nochmal was draus machen, ne? Schreibt's mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich hab das mal bei einem Kumpel gesehen, das Game, also den Goat Simulator, und hab mir gedacht, Alter, was für ein Rotz, was für eine Scheiße. Aber irgendwie stehe ich mittlerweile auf Trash. Deswegen könnt man da mal reingucken. Mal schauen. So, Pferdemühlengasse. Auf geht's. Da ist aber noch ein ganzes Stück hier, wa? Ich habe ehrlich gedacht, das kriegen wir anders hin. Ich sag mal so, man hätte das auch ein wenig anders cutten können. Fällt mir im Nachhinein so auf. Aber gut, okay. Pech gehabt. Eine etwas kürzere Folge, eine etwas längere Folge. So ist auch für jeden etwas dabei. Lol. Jetzt kommen wir voll schnell vor hier. Komm, fahr hier. Mach hinne. Hau rein. Keine Zeit. Pferdemühlengasse wieder einmal. Keiner möchte aussteigen. Ja, dann nicht. Dann bleibt drin.
Auf geht's. Die Zeit drängt. Alte Brauerei. Jetzt sind aber dann wirklich noch ein paar Stationen, wa? Okay. Oh nein! Oh, jetzt sind zwar mehr Stationen, weil ich nicht aufgehört habe. Weil ich auf meinen scheiß Kollegen geachtet habe. Ey, so eine Kacke. Ah, Mann, du Idiot, wegen dir. Ich grüße dich trotzdem, hi. Ah, Mann, ey, ich trottel, ey. Läuft ja wieder rückwärts, ey. Ja, herzlich willkommen bei Willis Sightseeing-Touren durch die Stadt. Ätzend. Bleibst du wohl stehen? Was bist denn du für ein Assi? Was war denn das für ein Ruckler? So, wo müssen wir jetzt? Ne, hier nicht. Nächste. Alte Brauerei. Das ist quasi die gleiche Haltestelle wie auf dem Hinweg, ne? Also, ja, gut, das ist logisch, aber. Hättest du nicht schon. Alte Brauerei. Ah, ja, ist egal. Ich bin jetzt da. Ich bin verwirrt und. Mach mal die Tür auf hier. Jetzt bin ich auch wirklich verwirrt. Ja, guckst auf die Uhr, ne? Was geht mit dir da hinten, Paparazzi? Will hier keiner mit? Dann nicht. Da kommt der nächste Bus, könnt ihr da einsteigen. Hier ist wieder dieses kleine Pissflakloch. Ne? Auf zur Seilerstraße im Schnelldurchlauf. Wow. Ist halt eng hier. Es ist was eng hier. So, bitte lasst mich mal hier vorbei. Dankeschön. Vielen Dank. Nächster Halt Seilerstraße. Voran jetzt hier, komm. Oh, sie will kein Ticket. Moment, das geht ja mal gar nicht. Hallo, schönen guten Tag. Augenblick. Ja. Was mit dir? Ah, danke, alles klar. Habt ihr beide Glück gehabt. Oh, hinter mir wartet der Kollege, wa? Mitte Gelenke Bus. Was? Fahrgäste zurückgelassen. Du hast auch einen Fahrgast zurückgelassen, Junge. Was für ein Fahrgast zurückgelassen? Die Tür war stand eine halbe Stunde auf. Dann hat der Fahrgast Pech gehabt. Dann kann er mir mal den Buckel runterrutschen. Ganz einfach. Was für ein Fahrgast? Alter, ganz ehrlich, was soll ich dann noch machen? Tür aufmachen, ich gehe noch Fahrkarten kontrollieren. Wenn der Horst da nicht einsteigt, hat der Pech gehabt. Dann kann er mir sowas von dem Buckel runterrutschen. Wo rennt der denn da jetzt hin? Ja, auch dieser kann mich sonst wo. Oh, noch die Goliath-Gasse müssen wir auch noch. Alter, wie weit ist denn das hier noch? Es wird ja voll die Monsterfolge. Oh oh. Oh je. Kein Schaden jetzt hier noch. Ich brauche die 4 Sterne und ich brauche ein positives Ergebnis. Ich hoffe, dass jetzt nach der Goliath-Gasse endlich die alte Dingens kommt. Hier rein, ne? Hier müsste Goliath-Gasse sein, ja. Nächster Halt, Goliath-Gasse.
Nächste halt die Goliath-Gasse, meine Freunde. Ich krieg ja immer noch eine Krise durch, ne? Fahrgäste zurückgelassen, ey. Kann mir am Arsch, ey. Guck mal, hier will doch gar keiner einsteigen, ja. Pech gehabt, also. Die warten alle auf den Kollegen, da hinten mit dem Gelenkbus. Jetzt muss ich hier nochmal so eine Runde drehen. Ja, da müsst ihr alle raus. Und wehe. Jetzt passiert noch irgendwas. Bremshügel. Der saß doch gerade schon auf deinem Knie, der Marienkäfer. Lernst du es nicht? Dann fliegt er wieder weg, dann kommt er wieder. Er findet dein Knie offensichtlich anziehend. Ich hoffe, du hast es angezogen. Da hinten. Komm hier, Vollgas. Fahr, ich habe keine Zeit. Fahr, ich habe keine Zeit. Fahr doch mal, mein Gott, ey. Alter Schwede, ey. Der, für geradeaus zu fahren braucht er 500 Jahre, ey. Mann. Ja, und schon wieder eine rote Ampel. Natürlich. Läuft auf jeden Fall. Hauptsache die erste Folge 15 Minuten, die zweite Folge 35 Minuten. Ach komm, mach doch bitte hier mal voran, ey. Und schon wieder eine rote Ampel. Ich brech doch ins Essen, ey. Was ist denn hier los, ey? Oh, sagenhaft, ehrlich, unfassbar. Traurig. Unfassbar traurig. Los, Vollgas. Kombus hier. In die Gänge. Vollgas zum alten Sägewerk. Wir haben keine Zeit. Vielmehr, wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet. Gut, okay, mein Schnitt war ein bisschen beschissen, aber gut. Ich hab gedacht, ne? Oh oh. Das ist so traurig, ne? Als würden die hinteren Räder enger beieinander stehen als die vorderen. Ne? Die Eulen pfeifen schon wieder. Die Eulen heulen. Huskertiers Kleber. Raus mit euch, Fußvolk. Geht Party machen. Lasst mich in Ruhe. Schnell nochmal hier durchchecken. Keiner hinter dies Müll, finde ich hervorragend. Und wir beenden die Fahrt. Yay. Juhu, wir haben es mal geschafft, ohne Unfall da durchzukommen. Finde ich hervorragend. Den einen Schwarzfahrer, den wir hatten, haben wir erwischt. Haha. Nice. So, zählt das jetzt schon oder nicht? Hammer. Lass mindestens 5 Assfahrer und 5... Okay. Ja, gut, okay. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Dafür muss ich nochmal eine kleine Tour fahren, damit das auch zählt, denke ich. Hoffe ich. Oder muss ich jetzt wirklich auf jeder Tour 5 Fahrer haben? Dann drehe ich durch. Egal, werden wir rausfinden in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Auch wenn diese jetzt ein bisschen länger war. Und ja, gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen, wie immer. Und ein kostenloses Abo würde mich freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.